Vorlesungen an der Uni und Vorträge auf wissenschaftlichen Konferenzen und wusste deswegen nicht so richtig, was ich heute Abend hier so machen soll und wie ich diese Präsentation halten soll. Also habe ich einen Freund gefragt, der öfter hier schon mal dabei war, und der hat gesagt, mach 42 Folien und was über Promis. Auch auf weitere Nachfragen war das der einzig verlässliche Hinweis, und so habe ich meinen Vortrag entsprechend gestaltet. Das ist ein Farmville-Valentinstag von mir. Und damit sind wir ja auch schon auf Folie 3. Ich muss ein bisschen auffüllen, 42 ist doch eine ganz schöne Menge. Das Thema meines Vortrags ist Farmville oder eigentlich weitergefasst das Phänomen des Social Casual Gaming. Dabei werde ich im Folgenden auf drei Aspekte im Besonderen eingehen. Was ist Farmville-Spiel? Wer macht hier was? Und was bedeutet das alles? Diesen Fragen übergeordnet ist die Frage, aus der heraus meine Beschäftigung mit Farmville überhaupt erst entstanden ist. Dann ist die Frage, warum ist Farmville so erfolgreich oder warum ist das so interessant für so viele Leute? Und daran schließt die Frage an, warum ist Social Casual Gaming, wenn man davon ausgeht, dass Farmville ein Social Casual Game ist, so erfolgreich? Ich werde ein paar Erklärungsansätze zur Beantwortung dieser Frage vorstellen, die es bisher in der Literatur zum Spiel, zum Gaming und auch in den Texten der Casual Gaming Entwicklergemeinde gibt. Die Frage hat aber bisher letztendlich so noch keiner beantwortet, also das bleibt weiter spannend. Ja, nachdem ich jetzt also eine Menge Fragen formuliert habe, komme ich jetzt zu einer weiteren. Wie kann man ein Spiel überhaupt beobachten? Es geht mir ja darum, so etwas wie die gesellschaftliche Auswirkung von Farmville zu betrachten. Und dieses Problem hängt zusammen mit dem, was man im Allgemeinen in der Forschung zur Technik und dem Sozialen ein Problem der Aktanz nennt. Also wer agiert hier, hat Aktanz. Wer macht hier was? Macht Farmville etwas mit uns? Machen wir etwas mit Farmville? Macht Zynga, die Betreiber von Farmville, machen die etwas mit uns? Macht Zynga was mit dem Internet? Das Problem mit Aktanz ist, dass wenn man sie nicht beachtet, man sie auch oft falsch zuordnet. Dass man also entweder die Rolle der technischen Artefakte, in dem Sinne jetzt dann sowas wie der Computer mit dem Farmville-Spiel drauf, oder andererseits die Rolle eben, also dass man die überschätzt, oder andererseits die Rolle eben dieser Artefakte unterschätzt. Im Beispiel Farmville sind die meisten bisherigen Theorien zu sehr auf angenommene Eigenschaften von Farmville selbst bezogen, ohne die Sichtweise der Nutzerin in Betracht zu ziehen und was diese eigentlich dann so mit und in Farmville machen. Damit wird weder eine Überbetonung der Handlungsfähigkeit der Technologie, in diesem Fall also die Software Farmville, vermieden, noch eine meist kritische Überbetonung des Einflusses der Firma Zynga auf die Welt im Allgemeinen. Beide Tendenzen sind allerdings typisch für die Betrachtung von neuen Technologien oder technischen Phänomenen in der Frühphase. Oft verdeckt der Charakter des Neuartigen einer Technologie oder eines Phänomens die Tatsache, dass sich bestimmte Nutzungsweisen kaum vom herkömmlichen Umgang mit anderen Technologien oder Phänomenen unterscheiden. Und Verhaltensweisen oder Aneignungen, die bereits in anderen Zusammenhängen erklärbar sind, werden dann als neu dargestellt. Als Beispiel ist hier eine bekannte Kritik an Farmville. Farmville ist demnach eine soziopathische Anwendung, die die Geselligkeit der Menschen ausnutzt, um sie zu kontrollieren und die Bedürfnisse ihrer Betreiber zu befriedigen. Betreiber, das ist dann eben wieder Zynga. Das Problem, das ich mit dieser Kritik habe, ist nicht so sehr deren Inhalt. Also von mir aus kann man sehr gerne theoretisieren, dass Farmville eine soziopathische Anwendung ist, sondern dass der Autor erstens keinerlei empirische Basis für seine Behauptung hat. Er hat die Nutzer also gar nicht gefragt. Und das ist genau zweitens das Problem der Aktanz, was ich meine. Er geht also davon aus, dass Farmville agiert und Millionen Menschen, übertrieben gesagt, zombie-mäßig zu irgendwelchen Handlungen zwingt. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass Menschen oft unerwartete Dinge machen, die nicht dem entsprechen, was ein Designer geplant hatte. Und zudem macht ja dann auch noch jeder was anderes. Zur Auflockerung hier ein Bild von meiner Farm. Geht es darum, Gemüse oder Blumen anzupflanzen und zu ernten, Tiere halten, die Farben durch Bäume, Häuser und zahllose andere Dekorationsgegenstände, hier im Beispiel meine Weihnachtsdeko, zu verschönern und zu gestalten. Farmville ist nur eine von vielen Spieleanwendungen auf Facebook. Das Spiel ist jedoch sehr bekannt, was
weil es sehr sichtbar wurde dadurch, dass die häufig aus dem Kontext gerissenen Spielemitteilungen in dem damals noch sehr wenig individuell einstellbaren Facebook-Stream auf aller möglicher Nutzer und Freunde auftauchten. Und ich denke, das erklärt einen großen Teil der sehr schnellen, unerwarteten Akzeptanz, also diese hohe Sichtbarkeit im Facebook-Stream, aber auch die gleichzeitige entschiedene Ablehnung von Farmville bei den diversen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern, die sich dann mit den völlig aus dem Kontext gerissenen und gerade im Moment unpassenden Farmville-Posts auseinandersetzen mussten. Kommen wir zurück zur Akzeptanz. Einerseits kann man jetzt sagen, okay, das Spiel macht irgendwas. Das ist aber, wie ich ja gerade schon gesagt habe, etwas problematisch. Dann kann man sagen, na gut, das Spiel macht also nichts. Aber das ist ja auch wieder problematisch, weil dann würde man sagen, es gibt nur menschliche Akteure. Das geht aber auch nicht, da spätestens das Interface, das da zu einem bestimmten Zeitpunkt lediglich ein Produkt menschlicher Programmierung und Designs ist, der dann irgendwann da ist als Artefakt und bestimmt, was überhaupt denn da passieren kann mit Farmville. Und das ist dann natürlich je nach Nutzerin komplett verschieden. Jede Nutzerin spannt ihren eigenen kleinen Spielraum oder Spielrahmen auf. Eine Möglichkeit, dieses Dilemma zu lösen, ist durch eine Analyse der Akteurnetzwerke. Das basiert auf der relativ bekannten Actor Network Theory. Ich habe das versucht, so ein bisschen hier mit einer tollen PowerPoint-Grafik darzustellen. Dabei wird das Spiel als ein Ereignis mit menschlichen und nichtmenschlichen Teilnehmern konzipiert. Das heißt, die Akteure und ihre Interessen, wie etwa die Designer, die Spielerinnen, Singer, die Facebook-Betreiber, aber auch etwa die Regeln des Spiels oder die Logiken der kommunikativen Nachbarschaftsnetzwerke im Internet können identifiziert und ihre wechselseitigen Einflüsse aufgezeigt werden. An dieser Stelle bin ich beim Vorbereiten dann schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber gehe ich ja nicht anders. Hier also Folie 11 mit einem lustigen Farmville-Bug in den Benennungen. Die Farmville finde ich am coolsten. Schon sehen, findet keiner richtig. Also Farmhands sind die Gehilfen auf der Farm. Also der Baum ist eigentlich noch ein bisschen trauriger, der ist inzwischen schon nur noch ein Brett. Das ist bestimmt eine ganz philosophische Botschaft dahinter. Okay, jetzt die Frage, interessiert sich überhaupt jemand außer mir für Farmville? Da muss man sagen, ganz eindeutig, ja, das ist, sind die Daten von heute über die die meistgenutzten Apps auf Facebook, das Facebook Apps Leaderboard, und da sieht man, Farmville ist auf 11. Stelle mit 22.400.000 Maus, also Maus sind Monthly Active Users. Geschlagen wird es von anderen Spielen, die sehr ähnlich sind und auch zu denen inzwischen schon einige Leute von Farmville übergelaufen sind, also Cityville zum Beispiel auf Platz 3. Momentan ist Castleville wieder hinter Farmville, also alle drei Spiele sind von Cityville. Damit muss man sagen, also ganz eindeutig, ja, es interessieren sich eine Menge Leute für Farmville und Singer ist es gelungen, aus dem Anfangserfolg im Februar 2010 hatten sie, was dann durch alle Medien ging, eine Anzahl von Nutzerinnen von 80 Millionen und sie haben es geschafft, entgegen anderslautender Vorhersagen Farmville zu einem über einen wirklich für so ein Spiel extrem langen Zeitraum erfolgreichen Spielanwender zu machen. Der Erfolg von Spielen auf Facebook hat das Phänomen des Spielens in sozialen Netzwerken im Internet und gleichzeitig die zunehmende Bedeutung von sogenannten Casual Games, im Deutschen oft Spiel für zwischendurch genannt, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und des Interesses gerückt. Und damit werden plötzlich ein paar Dinge interessant. Erstens, das Spielen am Computer wird nicht mehr lediglich als eine Domäne junger männlicher Spieler angesehen. Ob diese Spielergruppe je so dominant war wie oft angenommen, sei dabei völlig dahingestellt. Die Mehrzahl der Spielenden von Farmville ist weiblich. Im Winter 2010 sah es so aus, da waren es 67%. Also wir haben die Männer auf der linken und die Frauen auf der rechten Seite und dann ist es noch aufgegliedert nach Alter. Der oberste Strich ist 13-jährig und unten ist 65 und älter. Und dann sind diese Mitstriche in der Mitte immer die 5er Schritte. In den Nutzungsmustern, das ist ein sehr typisches Nutzungsmuster für diese Art von Spielen. Demografisch sprechen Casual Games zwar tatsächlich eine Vielzahl von völlig verschiedenen Spielern und Spielerinnen und Gruppen an, die größte Gruppe besteht jedoch aus Frauen. Warum das so ist, ist relativ unklar, ich werde aber gleich nochmal darauf zurückkommen.
Der zweite Grund, warum Farmville so interessant ist, ist, dass es eine neue Art von Spielen darstellt, welche zumindest auf den ersten Blick weniger komplex wirken und aber jetzt plötzlich wieder eine große Aufmerksamkeit erfahren. Was mit diesem Begriff Casual Games ausgesagt werden soll, ist völlig unklar, also beziehungsweise relativ unklar oder sogar widersprüchlich. Wörtlich übersetzt bedeutet Casual sowohl beiläufig, gelegentlich als auch informell. Und auf den ersten Blick scheint auffällig, dass Spiele wie Farmville einfacher und weniger aufwendig gestaltet sind als beispielsweise ein auf Immersion in einer detaillierten dreidimensionalen Welt angelegtes Spiel, das installiert werden muss und womöglich einen extrem komplexen Handlungsfaden verfolgt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Diablo-Spielerinnen, die heute Abend Farmville vorgezogen haben. Folie Nummer 17. Diese Definition ist von Kötilen und anderen 2007. Ich finde sie relativ gut, weil sie recht weit gefasst ist. Sie sagen, sie liefern eine gute Zusammenfassung, zeigt jedoch auch gleichzeitig, auf wie viele verschiedene Aspekte des Spiels sich Casual beziehen kann. Also auf den Generally Appealing Content, das heißt der Inhalt, die Kontrollen, das Gameplay, die Belohnungen oder dass man relativ kurze Zeiträume verspielt. Ja, die These, dass Farmville im Vergleich zu herkömmlichen Spielen einfach und unkompliziert ist, ist jedoch nur bedingt haltbar. Zum Beispiel, also es gibt dafür verschiedene Gründe. Einer ist, dass obwohl Casual Gaming oft als Opposition zu Hardcore Gaming gesehen wird, viele Casual Game Fans lange Zeitintervalle mit dem Spielen verbringen und häufig zum Spiel zurückkehren. Es gab eine Nielsen-Studie, die gezeigt hat, dass Casual Gamers zwar nur halb so lange spielen wie Hardcore Gamers, das war gemessen auf die Woche, jedoch im Durchschnitt immer noch 31 Minuten pro Sitzung, also im Durchschnitt. Das heißt, die einzelnen Spielesitzungen sind dann doch immer noch relativ lang, also nicht 5 Minuten. Es ist zudem eine Vielzahl von Bezeichnungen und Selbstbezeichnungen für die Spielerinnen selbst zu beobachten, also der Spieler durch die Spielerin selbst zu beobachten, Entschuldigung. Im Englischen hat sich demnach Casual Gamer auch als eine Bezeichnung derjenigen Spielerinnen durchgesetzt, die sich selbst nicht als Spielerin bezeichnen. Casual hat also verschiedene Bedeutungen, es kann sich auf die Spielerin, auf das Spiel oder den Spielstil beziehen. Andere Faktoren wie dahinterliegende Geschäftsmodelle oder die Zugänglichkeit des Spiels werden auch als Charakteristika von Casual Games betrachtet. Diese verschiedenen Sichtweisen und Begriffsverwirrungen führen zu widersprüchlichen Erklärungsansätzen, besonders wenn der Ausdruck Casual Gamer verwendet wird, um sowohl jemanden zu bezeichnen, der Casual Games spielt, als auch jemanden, der nur gelegentlich spielt. Die Diskussion ist aber trotz der Uneindeutigkeit des Begriffs Casual ein Anzeichen für ein extensives Phänomen in derzeitigen Spielerkulturen. Halbzeit. Es ist also momentan definitiv etwas Neues zu beobachten. Und ich habe hier das ist ein etwas scherzhafter Vergleich, den ich auf BuzzFeed gefunden habe. Ich finde aber, dass der eigentlich ganz gut zeigt, was da so das Neue ist. Weil einfache Spielchen gab es ja schon immer. Er heißt If Mario Was Made in 2010. Also wenn Super Mario im Jahr 2010 gemacht worden wäre, dann hätte es vielleicht ungefähr so ausgesehen. Also eine starke Betonung auf Tutorials und einfache Spielbarkeit, fängt dann an mit so einer Erklärung, was man machen soll. Natürlich eine Vernetzung mit Social Media, also you have found a mushroom, publish this story to your Facebook wall and your friends' homepages. Und eine Kopplung mit verschiedenen Mikrofinanzierungsmodellen. Also wir haben Welcome to Bookseiten, Visa, Mastercard, PayPal accepted. Auf die Kommerzialisierung von Social Casual Games werde ich hier nicht eingehen. Sie ist zwar extrem wichtig, sie erklärt aber überhaupt nicht, warum Menschen Farmville spielen. Im Gegenteil, sie tun es ja trotzdem. In den Veröffentlichungen der Casual Gaming Entwicklergemeinde wird davon ausgegangen, dass es ganz bestimmte Spielmechanismen sind und Designelemente, die den Erfolg von Farmville mitbegründen. Ein Erfolgsrezept aller Farmville ist demnach das sogenannte Timed Re-Engagement. Also die Aufforderung zur zeitlich verschobenen Wiederaufnahme des Spiels. Diese ist bei Farmville zum Beispiel dadurch gegeben, dass auf der Farm angebaute Pflanzen nach einer bestimmten Zeit reif sind und nur innerhalb eines festgesetzten Intervalls geerntet werden können und danach verwelken sie. Die Pflanze verwelken und kann nicht mehr eingesammelt werden. Was die Spielerin dazu zwingt, immer wieder zum Spiel zurückzukehren,
und Langeweile mit der Verwaltung der doch relativ kleinen Farm vermeiden soll. Bekannt ist diese Strategie bereits aus frühen Spielen vom Typ Tamagotchi, in dem das virtuelle Haustier unglücklich wurde, wenn es zu lange nicht gefüttert wurde. In Farm Virtual Dummies heißt es sogar, you may have to plan your daily schedule around your farm with playtime to some extent. Die zweite Strategie ist damit verwandt, Limiting Gameplay heißt das, also es geht darum, die möglichen Spielhandlungen zu begrenzen. Es klingt ein bisschen paradox, es soll jedoch eine Rückkehr zum Spiel garantieren. Das beinhaltet, dass die Spielerinnen in einer einzigen Spielsitzung eben nur eine bestimmte Anzahl von Aufgaben erledigen können. Also es ist vielleicht so ein bisschen aller Welt bekannt, weil inzwischen sind ja sehr, sehr viele Spiele so. Danach müssen sie erst, also muss man erst wieder darauf warten, dass die Pflanzen wachsen oder die Tiere reif werden. Und dann dadurch wird erzwungen, dass man langfristig und wiederholt spielt. Dass solche Strategien erfolgreich sind, zeigen spielpsychologische Untersuchungen zum Bedürfnis der Spielerinnen nach Selbstwirksamkeitserleben. Es geht dabei um die Wahrnehmung der eigenen direkt kausalen Einflussnahme auf das Spielgeschehen als Erfolgserlebnis. Theoretisiert hat das Klimt sehr schön. Aus welchen Gründen Spielerinnen diese Selbstwirksamkeitserlebnisse ausgerechnet im Social Casual Gaming finden, ist die Frage, denn auch viele andere Spieler haben verschiedene Strategien des zeitlich verzögerten Aufbauens und so weiter. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Kürze der Spielsitzung und die Tatsache, dass kleine Erfolgserlebnisse schnell erzielt werden können, eine besonders zugängliche und unkomplizierte Art der Wahrnehmung der eigenen Selbstwirksamkeit ermöglichen. Damit kommen wir zum dritten Punkt, warum Farmville interessant ist. Farmville ist gekennzeichnet durch neuartige soziale Beziehungen, die, wie ich denke, Symptom einer weitergreifenden gesellschaftlichen Veränderung. Eine weitere Begründung für den Erfolg von Farmville liegt darin, dass Spielerinnen, um im Spiel weiterzukommen und Fortschritte zu erzielen, soziale Beziehungen in der Form von Nachbarschaftsnetzwerken aufbauen müssen. Also sie müssen Nachbarn auf ihrer Farm haben. So gibt es, also es ist zwar auch möglich, Farmville komplett ohne Mitspielerinnen zu spielen, die Spielfunktionalität ist in diesem Fall jedoch extrem eingeschränkt. Die meisten Elemente, wie Tiere oder Bäume, und besondere Sammelgegenstände können zwar mit Farmville-Geld gekauft werden, sind jedoch sehr teuer. Sie können jedoch täglich gratis an seine Freunde verschenkt werden. Dieses Verschenken findet in Form einer Geschenkanfrage statt oder ein Gift-Request, die der Beschenkte erhält, nicht unbedingt beantworten muss, aber auch nicht verhindern kann. Der englische Ausdruck Gift-Request ist daher sehr treffend, kann ein Request eben eine Anfrage, eine Bitte oder eine Aufforderung sein. Also es gibt da inzwischen einiges an Einstellungen, das heißt, ein bisschen zu pauschal gesagt, was man da verhindern kann. Eine These ist damit, dass Farmville deswegen erfolgreich ist, weil Spielerinnen ihr soziales Umfeld dann dazu ermuntern, auch mitzuspielen, um die Anzahl ihrer Nachbarinnen zu vergrößern. Diese These erklärt zwar, warum Farmville sich so schnell verbreitet hat, jedoch nicht, warum Spielerinnen immer wieder zum Spiel zurückkehren, und sie beleuchtet auch nicht, was es am Spiel selbst ist, was sie begeistert. Eine damit verwandte These ist die, dass Farmville deswegen erfolgreich ist, weil es eine Aufforderung zur sozialen Reziprozität beinhaltet. Das heißt, Spielerinnen ermuntern nicht nur andere mitzuspielen, sondern sie fühlen sich einmal beigetreten, dann auch verpflichtet, den Mitspielerinnen zuliebe immer weiter zu spielen. Diese These erklärt, wie die eben genannten Designstrategien tatsächlich, warum die Spielerinnen dann immer wieder zum Spiel zurückkehren. Ja, paradoxerweise gehen sowohl Spiele-Designer als auch sozialwissenschaftliche und andere Forscherinnen davon aus, dass viele Interaktionen in Farmville keine echten Interaktionen sind, sondern lediglich Repräsentationen von Interaktionen. Die Spielerin kann nicht wirklich auf das Verhalten des Spiels Einfluss nehmen, vielmehr werden Repräsentationen angeboten, die nur auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden können, aber nicht tatsächlich verändert. Die Gegenwart anderer Mitspielerinnen ist dann eher eine symbolische Repräsentation des anderen innerhalb der Spielerfahrung, in der tatsächliche Spielinteraktionen nicht stattfinden. Also das ist vielleicht bei Spielen wie Mafia Wars noch ausgeprägter, wo das ja wirklich auf einer extrem symbolischen Ebene passiert. Der Sinn des Ganzen ist dann jedoch, dass Ergebnisse der Interaktionen im Spiel auf Facebook veröffentlicht werden können. Und damit tragen sie irgendwie zur Facebook-Identität der Nutzerin bei, ohne dass tatsächliche Interaktionen stattfinden müssen.
durch fiktive soziale Interaktionen mit den Spielerinnen, die auf der Suche nach eben genau dieser sozialen Interaktion dann irgendwie auf die Facebook-Seite surfen, so zum einen Gemeinschaft vorgegaukelt, zum anderen wird Aktivität auf Facebook ohne die Mitwirkung anderer ermöglicht und gleichzeitig durch spielerische Elemente vorstrukturiert. Ja. Es gibt zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussagen der Spielerinnen selbst dazu, also anekdotisch, aber nicht erforscht, wie sie Interaktionen, deren Fiktionalität und deren Eingeschränktheit denn tatsächlich bewerten. Studien zur Netzkommunikation haben in der Vergangenheit allerdings gezeigt, dass internetvermittelte Kommunikation, wie beispielsweise E-Mail, nicht notwendigerweise als weniger unmittelbar wahrgenommen wird. Das heißt, Leute denken da nicht, oh, das ist jetzt aber nicht so, das kommt eben immer dann auf den Kontext drauf an, ob das vermittelt als extrem vermittelt oder sehr unmittelbar wahrgenommen wird. Es wäre auch vorstellbar, dass die fiktiven spielerischen Interaktionen im Farmville ein Bedürfnis nach unkomplizierter Verwaltung sozialer Kontakte befriedigen. Beispielsweise ist es möglich, dass die Spielerinnen eben bestimmte Facebook-Freundinnen haben, mit denen sie auf genau die durch Farmville vermittelte Art und Weise gerne in Kontakt bleiben möchten. Genau das ist es, was auch Brian Reynolds sagt, der ist Chief Game Designer bei Zynga und der sieht das genauso. Er behauptet, also das ist dann, denke ich, dann wieder das Marketing, dass Spiele sogar bessere Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung von Kontakten ermöglichen als andere Kommunikationswege, wie beispielsweise E-Mail. In einem Interview hat er gesagt, "But then with the social game, it's like, oh, I still like you, here's a thing for your mafia." Also er spricht über Mafia Wars. "Some of the most valuable ones," also interactions weiter, "are not just the game transaction of give you the thing, but then you make a little comment like, ha ha ha, I bet you need a Tommy gun, and you actually end up, from the player's point of view, being able to start a conversation, or have a little light interaction with your friends, someone that you want to keep up with, or what have you. I mean, there's all these different levels of social interaction that you can have, and these games provide tools for people to have those interactions." Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich bin Kulturanthropologin. Das heißt, ich interessiere mich für die kulturelle Entwicklung des Menschen. Und dafür, wie wir alltäglich Kultur erzeugen, seien es Internetkulturen, Alltagskulturen, Massenkulturen oder Subkulturen. Deswegen interessiert mich besonders, welche neuen Modi des menschlichen Umgangs miteinander, des Schaffens von Strukturen und der Arten und Weisen von Kommunikation können wir hier eigentlich beobachten. Und da gibt es bei Farmville einige sehr interessante Dinge zu sehen. Eine ist, dass Farmville eben eine neue Art der unkomplizierten spielerischen Kontaktaufrechterhaltung bereitstellt. Was bedeutet das jedoch? Ja, also es gibt ein paar Autoren, die meine Sichtweise so ansatzweise teilen. Spiele wie Farmville tragen danach dazu bei, das soziale Netzwerk Facebook als einen virtuellen dritten Ort zu konstruieren. Ein dritter Ort ist ein Raum jenseits der Arbeitsumgebung und des Zuhauses, welcher gleich einer temporären Version der altgriechischen Agora oder eines Cafés als Treffpunkt und Ort der Erholung dient und einen Mittelpunkt für die Entstehung von Gemeinschaft darstellt. Diese Theorien entstanden vor allem vor dem Hintergrund der Erfahrung der amerikanischen Suburbanisierung, in der nicht virtuelle dritte Orte an Bedeutung verloren. Ja, es gibt jetzt ganz viele, in dieser Theorie ganz viele virtuelle dritte Orte, also nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Twitter oder auf Reddit und so weiter. Diese dritten Orte dienen als Treffpunkte für das, was einige Autoren, besonders noch Soli, als neue Stämme bezeichnen. Das mag ich natürlich als Kulturanthropologin. Also sagen, es sind neue Stämme im elektronischen Zeitalter. Demnach entstehen in den Social Games auf Facebook spezifische soziale Gruppen, die Ähnlichkeit mit Stämmen haben. Die Stämme sind instabil, klein, affektiv und entstehen jenseits etablierter Parameter einer modernen Gesellschaft. Der Zusammenhalt im Netzwerk wird über gemeinsame Fokuspunkte hergestellt. Spielerinnen eines bestimmten Spiels teilen dann diese Fokuspunkte und sie teilen den gleichen Fokus und die mit dem Spiel verbundenen Emotionen und Bedeutungen. Der geteilte Fokus schafft eine Grenze zwischen In- und Out-Zeilen. Also zum Beispiel könnte dann der Austausch von Geschenken des Spielerinnen ermöglichen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb eines Stammes zu erzeugen, der durch die Praxis des Geschenkaustauschs verbunden ist. Dies deckt sich mit Beobachtungen, nach denen soziale Stellung und Gruppenzugehörigkeit schon seit längerem nur durch neue Arten der Vernetzung erklärbar sind und neue Formen nach gesellschaftlicher Gemeinschaften entstehen.
Je nach Autoren entstehen dann Lobbys, Habitate oder neue Stämme, die prekär und doch stabil zusammengehalten werden durch gemeinsame Fokuspunkte und die unmittelbaren Einfluss auf ihre Umwelt nehmen, Strukturen schaffen und reproduzieren, ohne notwendigerweise erst einmal andere abzuschaffen oder diesen entgegenzustehen. Es kann aber natürlich passieren, dass sie denen entgegenstehen. Die große Frage bleibt bestehen, und damit bin ich auch schon fast durch. Es bleibt die Frage bestehen, was die Spielerinnen denn nun zu dem allen sagen. Warum ist Farmville als dritter Ort gerade für Frauen zum Beispiel einer bestimmten Altersgruppe interessant? Und hat diese Klassifizierung als Gruppe Bestand, wenn man andere Faktoren oder die tatsächlichen Lebensumstände tatsächlicher Nutzerinnen betrachten würde? Ich denke, dass Farmville aus den verschiedenen eben angeführten Gründen erfolgreich ist und diese Gründe eben besonders den Bedürfnissen und Anforderungen der spezifischen Nutzerinnengruppe entsprechen, die einen besonders flexiblen Alltag vielleicht haben oder bestimmte Arten der Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke. Aus welchen Gründen dies der Fall ist und wie genau das funktioniert, kann jedoch nur durch eine weitergehende Untersuchung des Alltags der Spielerinnen herausgefunden werden. Und vielleicht kann ich davon ja dann in 2 Jahren erzählen. Hier ist ein bisschen die verwendete Literatur. Besonders hinweisen möchte ich auf meinen Artikel, in dem man dann noch ein bisschen mehr zu dem nachlesen kann, was ich gerade erzählt habe. Hier ist noch ein bisschen mehr Literatur, das ich für diesen Vortrag verwendet habe. Und dann sind wir bei Folie 42. Vielen Dank. Ja, gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen, wenn ich habe? Ich hätte eine kurze Frage zum Thema kompetitiver Charakter von Farmville. Ja. Weil mir hatte das irgendwie gefehlt. Ja. Hast du den Eindruck, dass es auch irgendwie noch einen zusätzlichen Anreiz darstellen könnte? Ja, also hätte ich das noch genauer sagen können. Es gibt noch einen Riesenhaufen anderer Gründe, warum ich denke, dass Farmville so beliebt ist. Klar, und da ist sicher, also es gibt ja auch noch andere Gründe, die erklären, warum Menschen Computerspiele spielen. Das ist ja nicht nur aufgrund des Selbstwirksamkeitserlebens. Also der Koch zum Beispiel, Wettbewerb ist ja auch ein sehr großes Thema in der Spieltheorie, und der ist sicher bei Farmville, spielt ja eine ganz große Rolle. Also da gibt es auch einiges in Literatur dazu, dass Leute dann eben die bessere Farm haben wollen und die größere Farm als ihre Nachbarn. Das wird ja auch durch spielinterne Designstrategien befördert, dass man immer darauf hingewiesen ist, vergleichen mit deinen Nachbarn. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt Farmville sehe, denke ich, es ist das prototypische Beispiel für protestantischen Arbeitsethos als Spiel. Also dass ausgerechnet auch eine Farm ist, die man dann bestellt. Hast du dazu irgendwie Überlegungen? Ja, also das ist ganz interessant, weil dazu gibt es einige Theoretisierungen. Es gibt ja auch, bei der Kritik, die ich gezeigt habe mit der soziopathischen Application, ist weiter in dem Artikel von dem gleichen Autor, heißt es auch, Farmville sei gar kein Spiel, weil man würde gar nicht spielen, man würde nur arbeiten. Und er führt dann Calois Spieltheorie an, die eben genau sagt, Spiel muss frei sein von Arbeit, Spiel ist das Gegenteil von Arbeit. Und es ist aber schwierig, weil es ist zum einen spieltheoretisch nicht haltbar, weil dann wäre ja Spiel immer unproduktiv, ist es aber nicht. Also schon jedes Spiel, egal welches Spiel, außer man sitzt, ja, dann lernt man eben irgendwas oder man erhöht sein soziales Kapital dadurch, dass man mit anderen zusammen spielt. Also Spiel als rein unproduktive Tätigkeit darzustellen, ist sowieso schwierig. Das heißt, wir arbeiten gerne mal im Spielen sowieso schon. Das heißt, es ist vielleicht tatsächlich immer schon ein Element von jeglicher Art von Spielen. Das ist das eine, was ich dazu sagen kann, inwiefern ich denke, manchen Leuten macht es vielleicht auch wirklich keinen Spaß, und für die wäre dann Farmville Arbeit, weil sie das dann nur machen, weil sie sich eben tatsächlich verpflichtet fühlen durch, keine Ahnung, jemanden, der sie dazu gebracht hat. Dann, wenn die Leute das dann so empfinden, dann ist das ja so. Klar.
klar. Das heißt ja auch nicht umsonst grinden. Du arbeitest ja sehr statistikbasiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, nee, gar nicht. Nee, okay. Sozusagen, um jetzt bei Protestantismus zu bleiben, wie ist denn, weißt du was dazu, wie die Akzeptanz des Spiels in verschiedenen Kulturen ist? Also wie ist es in Asien zum Beispiel? Ja, nee, weiß ich leider nicht viel dazu. Also was ich mir angesehen habe, das sind tatsächlich, ja, das stimmt, dann hast du doch wieder statistisch. Also ich habe mir angesehen, so ein bisschen die Nutzungsstatistiken weltweit verteilt und die meisten User sind tatsächlich in den USA. Theoretisiert ist es noch von niemandem worden, habe ich jetzt selbst auch noch nicht getan. Wäre sicher mal interessant. Also, ja. Ja, dazu kann ich leider nichts sagen. Ich habe eine kurze Frage. Ich fand die Idee mit den Stimmen ziemlich interessant. Mhm. Du hast gesagt, dass die über die Geschenke quasi eine stammähnliche Kultur aufbauen. Ja. Inwieweit kann man so ein virtuelles Geschenk mit einem Geschenk vergleichen? Also materiell, das ist ja schon ein Unterschied. Ja. Also ich, da habe ich dann immer das Totschlagargument, das kommt eben darauf an, wie die Leute das sehen. Also wenn ich ein Schaf geschenkt bekomme und das ist von jemandem, der das dann nett meint und ich freue mich dann, weil ich weiß, oh, sie hat an mich gedacht, dann weiß ich nicht, wie quasi, also dann ist es, hat es ja genau diese Geschenkhaftigkeit. Klar habe ich dann nicht das Artefakt in der Hand und ja, aber es ist ja zum Beispiel, also dann ist die Frage, was gehört zum Prozess des Schenkens? Also zum Beispiel die Auswahl des Geschenkes, danach, ob es zu der Person passt, das Begleitschreiben auf der Geschenkkarte, ah, hier ein schönes Schaf, ich weiß nicht, was Schaf ist. Es ging generell ein Geschenk hat ja immer, also es hat ja für den, der es bekommt, hat es ja einen gewissen ideologischen Wert und der lässt sich ja häufig auch über den Geldwert so ein bisschen mitdefinieren. Und der ist ja irgendwie komplett weg, weil man es, also ja, man mit, also ja, verschenkt es ja, was man feiert. Ja, also da würde ich argumentieren, dass tatsächlich ja innerhalb Farmville dann so ein eigenes kleines ökonomisches System aufgebaut wird. Und innerhalb von Farmville das Schaf ja dann schon einen Wert hat. Also man kann zum Beispiel im Laden dann irgendwie wieder verkaufen. Oder man muss das Schaf normal ja eben im Laden kaufen und dann kostet es eben $500. Also da weiß ich nicht, wie da so der Zusammenhang zwischen dem Virtuellen und dem Realen in der Wahrnehmung der einzelnen Spieler ist. Okay. Also das Interessante bei den Stämmen ist tatsächlich, sind die Fokuspunkte. Also da in dem Sinne ist dann der Geschenkeaustausch auch nur der Fokuspunkt, über den sich der Stamm definiert. Also es könnte auch mehr ein anderer Fokuspunkt sein. Okay. Ja? Ganz kurzer Kommentar zu dem Wert, das ist ja bei Hardcore-Gaming teilweise noch viel größer, wenn man jetzt sowas wie World of Warcraft sich anguckt, dass da ist ja der Wert von Items wird von den Spielern noch deutlich mehr geschätzt als bei solchen Casual-Games. Ja, das ist tatsächlich auch noch ein interessanter Punkt, weil das sollte jetzt nicht so herabklappen. Nein, das ist ein interessanter Punkt, weil da ja die Verschränkung noch viel problematischer ist. Also weil man ja hingehen kann und kann dann sein Superschwert eben auf eBay verkaufen. In World of Warcraft. Oder sein World of Warcraft. Genau. Das ist natürlich was passiert. Da ist die Verschränkung bei Farmville nicht so eindeutig. Also es werden ja keine, also soweit ich weiß zumindest, werden keine Schafe auf eBay verkauft. Andererseits hat man ja schon auch da diese Sache mit den Farmville-Dollars, die man eben beim Saturn kaufen kann. Also die Verschränkung ist komplex, denke ich, zwischen den verschiedenen ökonomischen Systemen. Ich hatte auch eine Frage zu den Stämmen. Ob ich das richtig verstanden habe, dass sich dann dadurch neu verschiedene Stämme bilden. Bei mir kommt es davor ins. Ist es eigentlich nicht kein neues Phänomen oder sowas, weil vor 30 Jahren war das halt der Fußballverein, die Partei oder sowas und das ist jetzt gleich nur im Grünen und halt im Internet, also ja, um die Runde zu verlassen. Ja, da muss man, denke ich, auch tatsächlich sehr aufpassen. Also das ist immer dieses, was ist denn da jetzt tatsächlich neu?
Und ich würde schon sagen, dass es etwas gibt, das ist neu, und zwar ist das die globale Verfügbarkeit von verschiedenen Arten von informatisch erzeugten Oberflächen, Artefakten, einer Software, irgendwas. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich so, dass sich die Zusammensetzung der Gruppen einfach ändern kann oder tatsächlich ändert und dadurch wirklich die Gruppen ein bisschen kleiner, vielleicht weniger lose zusammengehalten sind als vorhin. Aber das, da denke ich auch, da muss man sehr aufpassen. Also ich will hier nicht irgendwie sowas propagieren wie diese frühen Ideen von der Revolution durchs Internet, weil jetzt alle so eine glückliche virtuelle Gemeinschaft und jetzt kommt der Kommunismus oder so. Würdest du prinzipiell sagen, dass Farmville zur Einführung im Endeffekt die Marktlücke der Spieler oder Spielerin abgedeckt hat, die Spiele wie Sims quasi erzeugt haben? Also dass quasi das Spielen ohne Ziel auf eine höhere Ebene gesetzt wird? Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz interessante Frage. Das kann ich so nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, also zum einen, ist, dass es tatsächlich ja wirklich jetzt erst so richtig durch die Casual Games ist, dass gerade diese Gruppe Spieler plötzlich sehr sichtbar wird für alle Leute. Also ich denke, es gibt ja Leute, für die waren die vorher auch schon sichtbar. Aber im Endeffekt wurden die nie so als Spieler wahrgenommen. Das ist das eine. Jetzt sind die plötzlich da. Ob das tatsächlich jetzt wirklich genau dieselben sind, weiß ich nicht genau. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass sich, also demografisch gibt es da wohl große Überschneidungen. Ob das jetzt die gleichen Leute sind, dazu müsste man mal dann tatsächlich hingehen und diese Leute fragen. Und das hat eben noch keiner getan. Also ich persönlich denke, ja, da ist auf jeden Fall ein großer Zusammenhang, weil es ja auch um ähnliche, vielleicht ähnliche Arten von Selbstwirksamkeitserleben geht, aufbauen, Arten von der Möglichkeit der Spielunterbrechung, also weil man eben nicht gerade mit 8 Leuten im Dungeon sitzt und da ist man jetzt 4 Stunden, sondern man kann dann halt einfach kurz mal aufhören mit bauen. Ja, denke ich, liegt nahe, aber weiß ich nicht. Ich fand den Einwand gerade mit dem, ist das nicht dasselbe wie der Sportverein, solche Parteien nur im Internet, und ich fand ihn eigentlich sehr gut, und ich wollte eigentlich vorschlagen, dass vielleicht der Unterschied ist, dass eben doch eine ökonomische Bewertung dahinter steckt, auch wenn du das eigentlich ausgeschlossen hast, aber das ist doch der eigentliche Unterschied zum Verein, zur Partei, dass es quasi diese Stämme hat, sind in der modernen Gesellschaft in einer gewissen Weise nicht ganz so ausdifferenziert, aber schon vorher auch gegeben. Aber jetzt wird dieser Stamm nicht von einem irgendwie genossenschaftlich geführten Verband kreiert, sondern von einer Firma, die damit Geld verdient. Und das ist vielleicht doch das eigentliche Modell. Ja, interessant. Ja, vielleicht. Also tatsächlich möchte ich auch nicht irgendwie so die Wirkmacht von Singa irgendwie hier runterspielen. Ich denke, die wissen ja schon sehr genau, was sie tun, und die nützen da auch was aus, klar. Inwiefern das tatsächlich jetzt so der strukturelle Unterschied ist, das weiß ich nicht, weil das, was ich mit neuen Stämmen meine, beschränkt sich ja tatsächlich nicht auf Farmville, sondern das ist ja etwas, was einfach allgemein momentan geschieht. Also das geht mir da schon um so eine Theoretisierung dessen, wie wir eben jetzt als Wesen nach der Gesellschaft unsere sozialen Zusammenhänge und Heterogenitäten strukturieren. Und das passiert ja jetzt allein im Internet schon durch alle möglichen Arten und Weisen. Also ob das jetzt irgendwie eine Modellbauecke ist, also als Webseite, wo sich die Leute treffen, da hat man dann ja gerade so einen Player nicht. Also dass es solche Stämme dann gibt, die irgendwie sozusagen mit so einem Big Player, der die dann vielleicht ausnützt oder auch erst erzeugt, klar, das wären, aber da weiß ich dann auch nicht, ob es da nicht beim Fußballclub schon so ähnlich ist. Also da sind ja auch ganz ähnliche Big Players mit Wahnsinnsmacht und Geldinteressen, die dann irgendwie bestimmte soziale Gruppierungen ausnützen. Also wenn man sich Fankulturen zum Beispiel anschaut oder so.
Ja, mir ging es auch nicht um das Thema Ausnutzen, sondern man könnte genauso mit Amazon sagen, beglücken. Also das ist wollte ich jetzt mal gerade sagen. Nee, es ging mir tatsächlich um den strukturellen Unterschied. Also weiß ich nicht. Kann ich vielleicht noch fragen, wer hat denn schon Farmville gespielt? Ich weiß, dass du Farmville gespielt hast. Ah ja, okay. Ja, das ist ja dann trotzdem also toll, dass so viele ja auch nicht Farmville gespielt hast. Ja, noch irgendwelche Fragen? Also ich bin auch heute noch da, ein bisschen da, im Engel in der Barung und morgen bin ich auch noch da. Gerne, ich interessiere mich immer für meine Fragen.